Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Weg der Wunder und zur Lektion Nummer 80. Schön, dass du hergefunden hast. Let's go. Und es ist die letzte Lektion, bevor es mit der nächsten Wiederholungsreihe losgeht. Und vielleicht schlagen wir nochmal so ein bisschen den Bogen zu allem, was wir gelernt haben. Denn obviously können wir den heutigen Gedanken sagen und werden feststellen, nein, meine Freundin kommt nicht deswegen zu mir zurück, weil ich jetzt erkenne, dass meine Probleme gelöst sind. Ne? Wenn ich gerade mein Haus verloren habe, wird das nicht auf geheimnisvolle Art und Weise neu entstehen. Oder wenn ich meinen Job verloren habe, heißt das nicht, dass ich den jetzt wiederbekomme. Das hier ist in der Tat kein Lifehack, um auf wundersame Art und Weise dafür zu sorgen, dass die Welt, in der ich lebe, auf einmal perfekt und ein Schlaraffenland wird. Jedenfalls nicht, wenn ich an meinen alten Ideen festhalten möchte. Es geht bei diesem Kurs hier immer und immer und immer wieder um folgende Grundeinsicht. Du bist Seele. Und Seele zu sein bedeutet etwas. Das bedeutet etwas. Das ist eine Wahrheit, die ist dermaßen mächtig, dass sie mit nichts vergleichbar ist und auch durch nichts ersetzt werden kann, was diese Welt hier zu bieten hat. Ja, du redest dir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, redest du dir ein Selbstbild ein. Das hast du dir mit einer Meisterleistung, wirklich mit einer lernerischen Meisterleistung hast du dir das beigebracht, bis du dich vollends davon überzeugt hast und nichts an diesem Selbstbild ist wahr. Dieser Frank Hamm, der da gerade sein, also ne, hat er nicht wirklich, aber der hier sein Haus verlieren kann, ne, seine Existenz verlieren kann, der hier verlassen werden kann, der hier leiden kann wie ein Hund, der existiert nicht. Ja, nicht, weil das Leben in mir nicht existiert, sondern weil die komplette Idee von Frank Hamm, der in einem Körper wohnt, einfach nur Humbug ist. Ja, und hier kommen wir der unglaublichen Möglichkeit und Weite der Idee von einem Kurs in Wundern ein bisschen näher. Ja, die Seele ist perfekt. Die Seele muss nicht heilen. Und das Ego kann nicht heilen. Ja, eine falsche Idee kann nicht erhalten bleiben und trotzdem irgendwie heil sein, ja, weil die Idee in sich ja falsch ist. Ne? Ein Selbstkonzept, das halt einfach getrennt ist, das halt verletzlich ist, das halt basiert auf unerfüllten Bedürfnissen und realen Problemen und Endlichkeit. Ein solches Selbstkonzept wird im Angesicht der Wahrheit nicht bestehen bleiben können. Und alles, was im Angesicht der Wahrheit ist, wird heilen. Und die heutige Lektion bringt uns zum Angesicht der Wahrheit. Lasst mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Wenn du gewillt bist, deine Probleme zu erkennen, wirst du erkennen, dass du keine Probleme hast. Dein einziges Hauptproblem ist gelöst und du hast kein anderes. Und genau das ist hier der springende Punkt. Ne? Wir lernen hier uns wieder mit dem Teil von uns. Ne? Und das ist der mit Abstand weiteste, größte, gigantischste Teil von uns, an den wir uns einfach nochmal komplett neu, den wir komplett neu erlernen dürfen, den wir komplett neu erinnern dürfen. Wenn wir uns lernen, wieder mit dem zu identifizieren, werden wir lernen, dieser Teil hat keine Probleme und keine Bedürfnisse. Dieser Teil lebt in unendlicher Fülle, ja, und in totalem Frieden. Und weil der Frieden so total ist, ist er so still. Ja, und lärmt halt nicht mit meinen problemorientierten und bedürfnisorientierten Gedanken um die Wette, so dass ich mal was davon mitbekommen würde im Alltag. Denn im Alltag höre ich ja vor allem die Gedanken, die rattern.
die Gedanken, die da gerade Probleme lösen wollen oder auf Problemen rumreiten wollen oder. Und deswegen lass uns doch heute mal wirklich genau in die Position gehen desjenigen, der mal die Möglichkeit zulässt. Stell dir mal vor, das ist so. Ja, und es braucht eine gewisse Demut, ne? Weil ich habe ja über Jahrtausende habe ich meine Probleme gelernt und niemand lässt so einfach los, mit dem er sich identifiziert. Ja, nichts, was ich für mich selbst halte, werde ich irgendwie hergeben, werde ich irgendwie loslassen. Das heißt, die Idee der Übung heute ist natürlich, dass ich den kompletten Teil von mir beobachte, der Probleme für real wird, hält. So. Dass ich den Teil beobachte, der Probleme für real hält und mich nicht mit diesem Teil identifiziere. Denn wie man es heute durchaus auch verstehen kann, ist, dein Glaube an Probleme ist bereits das komplette Problem. Mehr Problem gibt es nicht. Ne? Der Glaube, du könntest Probleme haben, ist bereits das komplette Problem. Der Glaube, du könntest unerfüllte Bedürfnisse haben, ist bereits das komplette Problem. Also lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und erstmal sagen, lass mich erkennen, dass alle meine Probleme gelöst sind. Und identifiziere dich jetzt nicht mit diesem Teil von dir, der es nicht versteht, sondern beobachte den Teil, der es nicht versteht. Und sage, ich bin ewig. Ich bin ewig. Lass mich erkennen, dass all meine Probleme gelöst sind. Ich bin in so tiefem Frieden. Mein Frieden ist so tief und voll wie das Universum. Weil ich weiß, dass all meine Probleme gelöst sind. Ich habe kein einziges Problem. Ich bin reine Fülle. Ich bin reine Fülle. Und jetzt entspann dich mal, so richtig, richtig tief. Entspann dich mal mehr, als du heute den ganzen Tag entspannt warst. Atme mal so aus, als würdest du in den Raum zerfließen, als würdest du dich im Raum auflösen wollen. Mit jedem Atemzug ein bisschen mehr. Mit jedem Einatmen dehn dein Bewusstsein aus in den kompletten Raum. Und mit jedem Ausatmen löst dich tief auf. In den kompletten Raum.
dann sag nochmal, lass mich erkennen, dass all meine Probleme gelöst sind. Ah, ihr Lieben, viel, viel Freude dabei. Viel, viel Freude. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hab dich lieb. Und bis morgen.